und herzlich willkommen zu Folge 320 von Legend of Azun. Wir befinden uns hier mitten in Operation Stiller Löwe. Ja, wir müssen uns hier in die Hafenstadt hineinbegeben, am besten unentdeckt oder so unentdeckt wie nur... Wow! Den Wasserfall hatte ich übersehen oder vergessen. Ja, wir müssen versuchen, leise, ohne Aufsehen, in die Hafenstadt zu gelangen. Warum sind hier Fleischpflanzen? Ich werde versuchen, so vieles zu töten. Auf dem Weg, wie nur möglich. Warum sind hier Fleischpflanzen? Am Strand. Also hoffentlich können wir die alle wegmassakrieren, die Orks. Uns wurde gesagt, man sollte kein Aufsehen erregen. Das heißt, im besten Fall sollte man eher davonschleichen und sich nicht entdecken lassen. Aber ich schätze mal... Oder ich gehe zumindest davon aus, mit den Jungs hier geht es noch gut, das ist schön. Ich gehe zumindest davon aus, dass es an sich so keinen Stealth-Modus gibt oder halt so eine Stealth-Mission, wie man sie aus anderen Spielen kennt. Aber Legend of Azun ist nicht zu unterschätzen. Gut möglich, dass wir einfach neu laden müssen, sobald wir entdeckt werden. Ja, das könnte sein. Vermutlich von hier aus dann da hinauf. Es gibt noch andere Wege, aber... Wobei, war das hier überhaupt möglich? Ich glaube, das war ein bisschen anstrengend. Ja, wobei, es geht. So, wir sind gelandet. Wir gucken erstmal, wie es hier aussieht. Wahrscheinlich sind die ganzen NPCs einfach weg. Also sprich, deren Leichen liegen nicht hier rum. Die sind einfach weg, ja, die man aus anderen Kapiteln kennt. Also wieder eine Fischer hier, der ist einfach nicht mehr da. Dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier vonstatten geht. Wie gesagt, ich würde am liebsten einfach überall reingehen und alle umbringen. Also Orks natürlich, klar. Da bin ich mal gespannt. Werde ich das Tor von innen heraus öffnen müssen. Wenn ich unbemerkt bleibe und das Tor öffne, haben wir eine Chance, die Orks mit unserer kleinen Armee zu besiegen. Sobald das Tor offen ist, wird der Torbereich von unseren Truppen gestürmt. Wir schauen einfach mal, ob es einen Tagebucheintrag gibt, sobald wir hier quasi entdeckt werden. Davon mache ich abhängig, ob ich hier alles umlege oder nicht. Kann man sich auch einfach anschleichen, so wie hier. Da vorne, guck mal, da ist ein Ork-Schamane. Und das wäre von enormer Wichtigkeit, wenn wir den töten würden. Ist das überhaupt ein Schamane? Bevor... dann die Invasion beginnt. Wir gucken mal, wie es läuft. So, das waren schon mal drei. Da ist nichts zu holen. Wie gesagt, mir ist es so im Prinzip lieber, wenn ich hier die alle alleine vernichte. Und dadurch dann die erstens die EP alleine einkassiere und zweitens, das ist immer so, eine große Schlacht in Gothic mit vielen NPCs, das ist ein Wirrwarr. Macht nicht so viel Spaß. Ansonsten hier die Häuser. Also normalerweise sollen wir wahrscheinlich hinter den Häusern entlang schleichen. Sprich hier, hinten rum dann. An den Orks vorbei. Wie gesagt, die drei sind ja auch nichts. Kann man mitnehmen, kann man umbringen. Und dann wahrscheinlich da hier durch die Werft. Ich guck mal kurz, wie das da von der Werft aussieht. Da sind ein paar Jungs tatsächlich. Also vermutlich hier hindurchschleichen oder hinten am Markt entlang, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wie aggressiv man denn vorgehen darf. Sehr schön, dass die NPCs die Klinge nicht hören, aber das Hüpfen. Oh, da kommen ein paar. So. Regel 1: Die Umgebung ausnutzen.
Wobei, hier wird es langsam eng. Ich muss tatsächlich gestehen. Ich muss wirklich gestehen, das könnte etwas problematischer werden. Also mit so vielen Orks auf einmal habe ich jetzt nicht gerechnet. Ob wir die da irgendwie ein bisschen einzelner weglocken können. Ich habe tatsächlich vergessen, eine Todeswelle zu kaufen. Hätte ich benutzen können. Und hier hätte ich vor allem was anderes benutzen können. Denn hier wäre der Feuerregen tatsächlich mal angebracht. Für alle Fälle. Für alle Fälle. Also man kann die drei da töten, ohne Probleme. Das kriegen nicht so viele mit. Hier könnte es enger werden. Warum? Ich frage mich, warum? Warum hören die denn unbedingt das Hüpfen? Also da kommen sie wirklich alle anmarschiert. Das kannst du so an sich vergessen. Ups, das habe ich den falschen Spielstand geladen. Das war natürlich wieder hervorragend. Ich habe halt keine Ahnung, ob es da irgendwelche NPCs gibt, die wichtig wären. Also in Bezug auf Quest. Ich glaube es eigentlich nicht. Also wenn hier alle auf uns zumarschieren, dann können wir mit Sicherheit auch alle von denen umbringen. Schauen wir mal, wie die Wetterlage heute so aussieht. Ich habe gehört, es gibt Niederschlag heute. Oh, hallo, hallo, hallo. Jetzt ruckelt's ein bisschen. Und es ruckelt extrem, es ruckelt extrem, es ruckelt extrem. Wir haben tatsächlich noch ein paar Orkeliten, die es überlebt haben. Es ruckelt und es ruckelt und es geht mir ein bisschen auf den Keks. Warum? Macht einen Abgang. So. Das zum Thema Infiltrieren. Vor allem sind jetzt die ganzen Leichen weg. Und der plumpst mir sogar hinterher ins Wasser. Gibt eine Menge EP, ruckelt wie Sau. Aber der Hafen ist befreit. Da gehen einem wahrscheinlich trotzdem 20 Heiltränke jetzt durch die Lappen, was jetzt kein Weltuntergang wäre. Wollte es nur erwähnt haben. Ich hatte auch gar keinen Überblick gerade eben, also null Überblick. Also wirklich gar keinen. Null, nix, nix gesehen. Also ich habe, es hat gebrannt und ich habe viele tote Orks gesehen. Alles andere. Habe jetzt nicht ganz mitbekommen. Da unten ist übrigens noch so ein Kamerad, der es wissen will. Ah, sogar eine Elite. Mit vollem Leben. Da hinten, der übrigens, der hinten, der sauft gerade. Der da hinten. Denn der kann nicht schwimmen. Und ich krieg die EP nicht und muss zugucken, wie sein Leben verschwindet. Oh, aber der Anna, da hinten, der ist ja auch eine Ork-Elite, der ist alles andere als dumm. Und ich treffe ihn aber trotzdem nicht, weil ich nicht so gut im Fernkampf bin. Theoretisch ist es auch egal. Denn der taucht dann eh da hinten wieder auf. So. Erneut speichere ich mal hier ab. In der Hoffnung, dass man das so spielen darf. Wie gesagt, ich habe die jetzt schon da ist immens massakriert. Deren Streitkräfte. Ich weiß, ist eigentlich ein bisschen blöd, wie ich das hier gespielt habe. Denn eigentlich soll man ja wirklich schleichen. Und nicht wie so ein Wahnsinniger hier einen Feuerregen zünden und alles töten. Und tatsächlich werden die alle aggressiv. Ausnahmslos. Ausnahmslos alle. Also man kann nur die drei da hinten töten. Effektiv, sag ich mal. Alle anderen hier flippen komplett aus. Und dann hast du es mit einer riesigen Ork-Truppe zu tun. Immerhin hat der einen guten Trank dabei gehabt.
Da hinten spinnen doch alle etwas rum. Kann man vorstellen, dass sogar noch mehr Orks dann sich in der Stadt befinden. Wir brennen übrigens auch die NPCs. Aber ich glaube, deren Tod habe ich nicht zu verantworten. Oh, womit Feuer. Ah, man kann hier sogar Feuer löschen. Ach, wir brennen es einfach so. Da unten verendet übrigens gerade noch irgendein Ork. Im Buzzer, aber das ist mir vollkommen wurscht. Also ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass ich die Jungs hier nicht verbrannt habe. Alle, ausnahmslos. Da hinten leben auch noch ein paar Orks. Aber da die Leichen hier rumliegen und genau nebendran diese Ork-Armee sich befindet, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die hier schon tot waren. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Nur blöd, dass hier, ich sehe allein, wie viele Äxte hier rumfliegen. Die haben ja alle gekillt durch den Feuerregen. Nur doof, dass die ganzen Leichen natürlich dann despawned sind. Also wie gesagt, das ist, ich meine, das ist jetzt wirklich keine große Zahl, aber da ist schon ein bisschen was durch die Lappen gegangen. Igor ist auch tot. Wir nehmen mal alles mit, was er dabei hatte. Selbiges Hilfe an Samuel. Wie gesagt, die Händler haben natürlich nicht ihr Händlerinventar dabei. Das wäre ja auch ein bisschen zu viel des Guten. Nicht, dass es jetzt schon oder noch einen Unterschied machen würde bei uns, bei unserem Wohlstand, den wir angehäuft haben über die ganzen Folgen. Ich denke mal, das ganze Feuer hier, das muss man dann noch löschen. So als Aufräumquest oder irgendwie sowas. Womit denn? Ja, wir haben keinen Eimer Wasser dabei, deswegen brennt sie halt so ein bisschen, kokelt ein bisschen vor sich hin. Keine Ahnung, ob jetzt hier da tatsächlich noch ein paar NPCs drin gewesen wären. Ich bin ja etwas schnell durch die Werft hindurch gerannt. Hab sie eher als Kampfplattform genutzt, als wirklich als Deckung. Aber tatsächlich liegen hier neben dem Rohstahl noch ein paar Leichen rum. Und zwar hier auf dem Schiff. Da sind sie nämlich. Oh, da ist sogar ein bisschen was dabei, tatsächlich. Der Conavro und der Michael. Den hat es auch erwischt. Ob da oben auch noch irgendwo einer liegt, keine Ahnung. Liegt da hinten noch irgendjemand rum? Ich sehe jetzt zumindest nichts. Ja, war schon ein ziemliches Massaker hier. Also eben gerade. Und davor wurden die Leute auch nicht so nett behandelt. Da hinten noch eine Leiche rum in dem anderen Stand. Man verbrennt übrigens nicht. Man kann einfach durch das Feuer durchlaufen. Ist natürlich ein bisschen... Naja, aber... Schon verständlich. Nichts zu holen. Muss auch übertreiben, ne, mit der Realität oder mit dem Realitätssinn dahinter. Man hätte es bestimmt so einstellen können, dass das Feuer schmerzt, wenn man durchrennt, aber das ist mir jetzt vollkommen wurscht. Da hinten rennt noch einer rum. Wer bist du, dass du noch lebst? Geht dir ja nichts ein. Mach einen Abgang. Na, deine ganze Armee hier ist non-existent. Oder doch nicht. Ich bin gerade geflasht, wie viele hier noch rumrennen von denen. Das ist tatsächlich krass. Da müssen wir noch ein bisschen... Es ruckelt enorm. Ich muss hier weg. Da geht nichts. Es ruckelt so extrem. Das ist ja echt immer schön. Wow. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich glaube, da muss... tatsächlich der zweite jetzt auch noch eingesetzt werden. Oder ich laufe einfach zum Turm. Denn da hinten das Gebiet... Da ist nichts zu holen. Das ist ja jetzt eh so ein bisschen... ne? Von mir aus können wir das auch mit dem Entsatz her dann in die Flucht schlagen. Gut, wir schauen mal, wie wir das Spiel normalerweise hier hätte angehen müssen. Nämlich der Part des Schleichens. Hier liegen jetzt überall tote Leute rum. Noch ein Seemann. Und noch weitere Seemänner und noch Rekruten. Also die hat sie wirklich alle ganz schön erwischt. Wow, also ich hätte nicht gedacht, dass da nochmal so viele Orks auf einen zumarschieren. Das ist respektabel, du. Also nicht schlecht. Das sind ein paar. Oh, der hat sogar 200 Gold dabei gehabt. Auch nicht schlecht.
nicht, haben so gut Munition dabei. Wie gesagt, ich speichere jetzt mal ein bisschen öfter ab. Man muss ja aufpassen. Einzelne Orks, wie gesagt, gar kein Thema. Aber nochmal so 30. Da geht die Rugelei dann richtig los. Also wir schleichen zu ehemaligen Freunden. Hier wieder Obadja, die hier ihren Tod gefunden hat. Alanos Weg in die Herzen der Menschen. Dieses Buch hat Obadja verloren. Haben wir das denn wiedergebracht oder kann man das jetzt erst lesen und hat irgendwie einen Zusammenhang mit einer neuen Quest oder haben wir das denn mal gebracht und das kann auch gut sein, ich weiß es schon gar nicht mehr. So wird es wohl sein. Wie gesagt, wir haben ja noch einzelne Orks. Wir müssen mal schauen, wie gut wir die jetzt wegbekommen, denn nicht, dass da hinten wieder alle ausrasten. Einige Schwerter gehört, aber eventuell nicht so viele. Jetzt kommt auch her. Der andere springt da hinten rum. Ach, warum müssen die so blöd sein? Na los, komm her. Sag mal, wann wie jetzt? Hammersball. Eigentlich zwei davon ist hier uns entgegen marschieren, wo der andere hin ist. Keine Ahnung, vielleicht fällt der auch da hinten irgendwann da noch runter. Keine Ahnung. Oh, was ist nun passiert? Ich bin nur durchs Feuer gelaufen, sonst ist nichts passiert. Wieso schweben wir jetzt quer übers Meer? Ich bin verwirrt. Äußerst komisch. Ich will mal ganz kurz schauen, ob das nochmal passiert, wenn ich da reinlaufe. Weil dann soll man da einfach nicht rein. Wir schauen mal. Ja, da wird man dann irgendwie wegkatapultiert. Keine Ahnung. Ich muss mir erst das Feuer löschen. Mensch, das ist ja komisch. Ich dachte, ich könnte jetzt auch mal reingehen, irgendwie ein paar Leichen plündern, aber wohl doch nicht. Schauen wir mal hier entlang. Was der Herr ist. Ja, so langsam ärgert es mich auch, dass die 70% nicht ganz so die 70% sind, die ich gerne hätte. Ist auch gerade eben verkorkster Kampf. Aber auf der anderen Seite nicht zu holen. Auch eine Art Stresstest. Also wir können uns jetzt mit 2-3 Orks anlegen, ohne weitere Probleme. Okay, haben wir die nochmal hier ausradiert. Und wir kriegen wahrscheinlich sogar noch ein Level ab. Mal schauen. Wir haben mittlerweile sogar schon 40 Lernpunkte. Auch nicht schlecht. Hier ist vorerst keiner. Also da hinten bei den Lagerhallen haben wir auf jeden Fall ein paar wenige. Könnte man meinen, also mindestens nochmal 20 Stück ohne Heilpflanze. Sehr schön. Und ich schätze eigentlich mal Richtung Tor dürften auch ein paar stationiert sein. Aber vielleicht haben wir die sogar schon einigermaßen gut vernichten können. So scheint es auch. Ich sehe ja gerade gar nichts. Na klar, unten sind ein paar im Hauptgebiet. An den Anlegestellen, klar. Aber dass jetzt hier keiner ist. Die anderen haben wir ja abgefackelt. Aber dennoch ist das doch ein bisschen fahrlässig. Wo ist der hier unten? Der Olof, der ist tatsächlich hier. Der hat auch nur eine alte Münze. Also viele NPCs haben nur eine alte Münze dabei. Damit man eben realisieren kann. Ah, okay, der ist tot. Und ja,
Eine alte Münze hat keinen Wert, insofern. Die kriegen dann ihr Händler-Inventar oder generell ihr Inventar dann meistens ausgetauscht. Gut, manchmal behalten sie es auch. Kriegen halt so ein bisschen Krimskrams, den man mitnehmen kann. Aber hier sind tatsächlich alle einfach nur platt, denn Joff hat es auch erwischt. Und der hat allerdings das den Lurker-Augengürtel dabei. Bogentalent-Bonus von 20. Das ist enorm. Also für jeden Fernkampf-Bogenschützen ist das hier jetzt Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das gibt's ja gar nicht. Man hört jetzt wieder vereinzelt Orks. Wahrscheinlich da hinten, genau. Hat man es auch schon erkennen können. Jetzt können wir hier endlich nach all der Zeit hier mal das Regal leeren. Jetzt kann der Julius nicht mehr aufpassen. Jetzt können wir hier alles mitgehen lassen. Wunderbar. In der nächsten Folge werden wir uns dann erstmal ins Feuer setzen. Nein. In der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern, dass wir hier auch die Tore öffnen. Wie gesagt, ich werde trotzdem versuchen, so viele wie möglich zu töten. So viele Orks, wie nur irgendwie möglich. Deswegen der eine Feuerregen. Ich hätte es auch in Zorn nochmal benutzen können, aber das ist mir jetzt echt zu blöd und das ruckelt auch total enorm. Insofern. Und wir haben das gegnerische Heer schon mal halbiert, also viel mehr kann man da jetzt nicht machen. Ne? Und ja. Ich hoffe, dass wir hier auch alle Leichen plündern können. Dass wir auch alle wertvollen Items aufgabeln können. So wie jetzt eben auch dieser Gürtel, der wirklich brutal ist. Und ich frage mich, ob es da ein Gegenstück gibt. Ein Äquivalent zum Einhandkampf. Weil das wäre echt nicht schlecht. Da hätten wir einfach mal so 90. Unser Gürtel, glaube ich, 10 Stärke. Darauf können wir verzichten. Wenn ich dafür 20 oder von mir aus auch nur 10 Einhand bekomme, dann würde ich diesen Deal auf jeden Fall eingehen. Aber okay, wie gesagt, in der nächsten Folge heißt es erstmal weiter den Hafen befreien und Orks abschnetzeln. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.